Hallo, herzlich willkommen bei Mrs. Flori. Bei mir gibt es heute ein ganz leckeres Spinat-Linsen-Curry. Dafür verwende ich rote Linsen und den Spinat von Iglo. Denn das Video ist eine Kooperation mit Iglo. Da gibt es neu spektakulär einen veganen Spinat mit Alpro. Dann braucht ihr noch eine halbe Paprika, Currypulver, Kurkuma-Pulver, Salz und Pfeffer, eine kleinere Zwiebel und eine Knoblauchzehe. Unbedingt auch beim Live-Event einschalten. Am 8. Oktober gibt es eine Live-Challenge mit mir und mit anderen YouTubern, wo wir live miteinander kochen. Also unbedingt zum Live-Contest am 8. Oktober um 11 Uhr einschalten. Ich freue mich auf euch. Als erstes schneide ich meine Zwiebeln und die Knoblauchzehe ganz klein. Wenn die Zwiebel klein geschnitten ist, schneide ich noch die Knoblauchzehe. Die kleingeschnittene Zwiebel und Knoblauchzehe brate ich in einem Topf mit etwas Öl für 2 bis 3 Minuten an. Die halbe Paprika schneide ich ebenfalls in kleine Würfel. Als nächstes gebe ich die kleingeschnittene Paprika und den Spinat unaufgetaut aus der Packung dazu. Die Linsen habe ich unter Wasser abgespült und gebe sie mit 2 Tassen Wasser dazu. Natürlich nicht fehlen darf noch das Currypulver. Das gebe ich dazu. Ebenso Kurkuma, schwarzer Pfeffer und etwas Salz. Das Ganze lasse ich nun für 10 Minuten bei mittlerer Hitze schön einköcheln. Jetzt geht's ans Servieren. Ich habe noch eine Chilischote, die schneide ich in ganz feinen Rädchen und gebe sie nach oben drüber. Das ist für die extra Schärfe, wenn man das gerne hat. Und den Koriander, den verwende ich auch zum Servieren. Wenn man den Geschmack nicht gerne hat, kann man das einfach weglassen. Serviert wird das Curry mit Naanbrot oder Reis, so wie ihr es gerne habt. Und man kann dazu noch etwas Sojajoghurt reichen. Jetzt freue ich mich schon, das Curry zu probieren. Sehr lecker. Puh, aber scharf. Super lecker. Und das Curry ist auch total schnell gemacht. Weitere Rezepte mit dem Plug habe ich euch verlinkt unten in der Infobox. Und unbedingt auch am Samstag, 8. Oktober um 11 Uhr einschalten, dann seht ihr mich live kochen. Unbedingt dabei sein. Wenn euch das Rezept gefallen hat, freue ich mich über Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal und verpasst keine weiteren Rezepte. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Mrs. Flori.